Warum sind unsere Medien auf diesem Auge blind? Dieses Video wird ganz sicher Augen über Josef Stalin, den Diktator der Sowjetunion von 1927 bis zu seinem Tod 1953 öffnen. Zur Sprache kommt, was heute von Merkel, vielen Linken, selbst von Sarah Wagenknecht verschwiegen wird. Rudolf Augstein, der Gründer und Herausgeber des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, schrieb im Januar 1985 im Spiegel, ob die Anti-Hitler-Verbündeten weniger Verbrechen begangen hatten als Hitler, steht gar nicht fest. Angefangen mit Menschheitsverbrechen hatte jedenfalls 1928 Stalin. Ich werde gleich nach dem Intro aus einem Bericht des öffentlich-rechtlichen Senders Arte eine kurze Sequenz zeigen, die mal nicht voller Propaganda der Sieger ist. Aber noch etwas vor dem Intro. Hier halte ich ein Buch in der Hand von Herbert Graf, der annähernd zwei Jahrzehnte Mitarbeiter von Walter Ulbricht war. Das war der Mann, der 1961, kurz vor dem Bau der Berliner Mauer, sagte, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Er war von 1950 bis zu seiner Entmachtung 1971 der Politiker der DDR. Und auf Seite 179 des Buchs heißt es von Walter Ulbrichts Mitarbeiter, die KPD-Auslandsleitung musste in den Jahren des stalinistischen Terrors ertragen, dass 70% ihrer Mitglieder bis zum April 1938 verhaftet wurden. Und später, nach dem Hitler-Stalin-Pakt 1939, das war am 24. August 1939, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, Emigranten an Nazi-Deutschland ausgeliefert worden. Das steht hier in diesem Buch. Und wir blenden ganz bewusst die beiden Quellenangaben ein. Jeder muss erkennen, was für ein schrecklicher Wahnsinn unter Stalin regierte. Stellt euch mal vor, ihr flieht vor Hitlers Schergen als Kommunisten 1933 nach Hitlers Machtergreifung nach Moskau, wähnt euch in Sicherheit und dann passiert das, was ich gerade erwähnte. Übrigens sieht das Schwarzbuch des Kommunismus 20 Millionen Opfer von Leninismus und Stalinismus in der Sowjetunion. Lenin war der Gründer der Sowjetunion, Stalin folgte ihm. Und im Vorwort des Schwarzbuchs des Kommunismus schreibt Stefan Quatra, was das leninistische und stalinistische Russland betrifft, so gefriert einem das Blut in den Adern. Und der Historiker Joachim Hoffmann, der von 1960 bis 1995 für das Militärgeschichtliche Forschungsamt der Bundeswehr tätig war, fasst die Ergebnisse des Schwarzbuchs in diesem Buch von ihm mit den Worten zusammen, Stalin war im Vergleich zu Hitler ein noch größerer Verbrecher. Stalin war der größte Verbrecher des Jahrhunderts. Tja. Und auch wenn ich das aktuelle Buch von Sarah Wagenknecht besitze und ich dort viele Gemeinsamkeiten erkenne, will ich euch etwas zeigen. 2013 titelte die Welt Wagenknecht macht Bogen um Stalinopfer. Und selbst der Spiegel stellte 2008 fest, dass sich zwar die PDS 2001 in einer Erklärung vom Stalinismus der SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, unwiderruflich befreit habe und es keine Rechtfertigung für die Toten an der Mauer gab. Und dann heißt es, und dann, alle stimmten zu, nur Wagenknecht nicht. 1995 zitierte der Spiegel, und ich verlinke euch alle Artikel Wagenknechts, mit Stalins Tod habe der politisch-ideologische Verfall des Kommunismus begonnen, so Wagenknecht. Die Frau mit den kalten Augen, Biski, plädiert auch heute für das Prinzip der Kaderpartei und bekämpft linke Reformpolitik als opportunistisch. Und 1992 ließ Sarah Wagenknecht den Diktator der Sowjetunion, Josef Stalin, hochleben. Die beeindruckenden Leistungen bei der Industrialisierung des Landes wären ohne Stützung und Bejahung dieser Politik seitens größerer Teile des Volkes nie erreichbar gewesen. Naja, schon einschränkend größerer Teile des Volkes. Und dann in Klammern, es ist lächerlich und dumm, schreibt sie, diese im Nachhinein als bloße Auswirkung der Diktatur, der Angst und der Arbeitslager darstellen zu wollen. Frau Wagenknecht, in diesem Papier haben Sie die Opfer des Stalinismus meines Wissens nicht beklagt. Ich bin froh, weder unter einem Tyrann Hitler noch unter einem Tyrann Stalin leben zu müssen. Sozialisten und Kommunisten, erkennt die schrecklichen Folgen eures Traums von einer besseren Welt mehr nach dem Intro. Hören wir einmal in eine Arte-Dokumentation rein. So ist Polen rasch erobert. Doch am 17. September ordnet Hitler zur Verblüffung seiner Generäle an, die östliche Landeshälfte zu räumen. Sie sollen Platz machen für die Rote Armee, offiziell um die ukrainischen Minderheiten zu schützen. In Wirklichkeit beginnen Hitler und Stalin mit der Umsetzung der geheimen Zusatzvereinbarungen. Deutsche und sowjetische Soldaten treffen sich an der neuen Grenze, die Polen nunmehr in zwei Hälften teilt.
Bei dieser Gelegenheit stellen die deutschen Offiziere fest, dass ihre östlichen Kollegen zumeist sehr jung und unerfahren sind. Offensichtlich eine Folge der Säuberungen. Stalin lässt heimlich 400.000 Polen zwangsdeportieren, die als nicht sowjetisierbar gelten. 25.000 von ihnen, hauptsächlich Offiziere und Angehörige der polnischen Elite, werden vom NKWD erschossen. Etwa 4.400 werden im Wald von Katyn in Russland verscharrt. Dann unterwirft Stalin Estland, Lettland und Litauen und lässt auch hier 60.000 Einwohner umsiedeln. Im November 1939 befiehlt er den Angriff auf Finnland und zwingt es zur Herausgabe der karelischen Landenge, unabdingbar für die Sicherheitsinteressen der Stadt Leningrad. Im Juni 1940 tritt Rumänien der Sowjetunion das Territorium Bessarabiens ab, von wo Stalin weitere 15.000 Menschen vertreiben lässt. Damit ist das geheime Zusatzprotokoll bis zum letzten Punkt umgesetzt. In meinem Buch schreibe ich dazu, was Arte ja bereits angerissen hat. Polen war das erste Opfer der britischen Regierung während des Zweiten Weltkriegs. Am 17. September 1939 rückte die sowjetische Armee in den östlichen Teil Polens ein und 13 Millionen Polen, darunter 250.000 Kriegsgefangene, waren davon betroffen. Der britische Historiker Noel Ferguson schreibt über den stalinistischen Terror in Polen 1939-40. Es kam so weit, dass eine ganze Reihe polnischer Juden, die zu Beginn des Kriegs nach Osten geflohen waren, wieder in die deutsche Besatzungszone zu gelangen suchten, ohne sich darum zu kümmern, dass dort nur Volksdeutsche erwünscht waren. Das alles könnt ihr nachlesen in diesem Buch, welches ihr hier neben mir stehen seht. Laut Ferguson sagt das alles über die Erfahrung aus, die sie unter der sowjetischen Herrschaft machten. Er beschreibt, dass zwischen September 1939 und Juni 1941 von den Deutschen in ihrer polnischen Besatzungszone ungefähr 100.000 polnische Juden und 20.889 Polen getötet wurden. Aber der sowjetische Geheimdienst NKWD kam in gerade zwei Großeinsätzen gegen Kriegsgefangene und Gefängnisinsassen auf annähernd die gleiche Zahl. Seit Oktober 1939 bereiteten seinen Berichten zufolge sowjetische Behörden Massendeportationen vor und zwischen Februar 1940 und Juni 1941 wurden rund 500.000 polnischer Zivilisten aus ihrer Heimat vertrieben. Über ein schreckliches Verbrechen an der politischen Elite erfahren wir mehr im folgenden Kapitel, schreibe ich dann in meinem Buch. Der libertäre US-Denker Ralf Reiko schrieb, dass im Streben nach der Zerstörung Hitlers alle Dinge erlaubt seien, ist ein moralisches Postulat unserer Zeit. Doch warum ist es so selbstverständlich, dass die Moral 1939 und 1940 einen Kreuzzug gegen Hitler erfordert, nicht jedoch gegen Stalin? An diesem Punkt hatte Hitler seine Tausende ermordet, Stalin hingegen hatte schon Millionen umgebracht. Tatsache ist, dass sich die Sowjets bis zum Juni 1941 viel mörderischer gegen die Polen in ihrer Zone verhielten als die Nazis gegen die in der ihren. Etwa 1,5 Millionen Polen wurden in den Gulag deportiert, davon starben rund die Hälfte in den ersten zwei Jahren. So schreibt er. Norman Davis stellte fest, Stalin überholte Hitler in seinem Bestreben, die Polen auf den Stand einer Sklavennation zu reduzieren. Neil Ferguson stellte leider zutreffend angesichts des schrecklichen Leids des polnischen Volkes, sowohl auf deutscher wie auch sowjetischer Seite, ab September 1939 bis Juni 1941 fest. Ein Blick in den Spiegel, zu dem das besetzte Polen geworden war, konnte Stalin zu der Überzeugung bringen, dass er einen ebenbürtigen Partner gefunden hatte. Es mochte ein Partner aus der Hölle sein, doch alles sprach dafür, dass die Beziehung andauern würde. Das Grauen des Krieges begann und das folgende Kapitel, das ist dann das über das Unternehmen Barbarossa, Kapitel 6.2, ist aus gutem Grund das längste dieses Buches. In meinem Telegram-Kanal habe ich die wichtigen beiden Kapitel für jeden kostenlos eingestellt. An anderer Stelle schreibe ich in meinem Buch, außerdem muss erwähnt werden, dass aus den baltischen Staaten, die kamen ja bei Arte schon zur Sprache, wie aus Polen die Elite in russische Gulags kam. Die FAZ bezeichnete Khrushchev, der 1953 Stalins Nachfolger wurde, als den sowjetischen Himmler. Als erster Sekretär der Ukraine setzte er zusammen mit dem NKWD-Chef Serow die Verfolgung unzähliger Menschen in Gang. Bis zum November 1940 wurden 1,2 Millionen Menschen allein aus Polen deportiert, wovon ein Drittel umkam. 60.000 Personen wurden inhaftiert, 50.000 als Todfeinde der Sowjetmacht sofort erschossen. In der FAZ wird festgestellt, über das Schicksal der rund 14.700 gefangenen polnischen Offiziere, Grundbesitzer, Polizisten und 11.000 Konterrevolutionäre aus den drei großen sowjetischen Speziallagern Ostaschkow, Kosilsk und Starobilsk entscheidet das
Politbüro am 5. März 1940 tot für Saboteure und Spione, Deportation aller Angehörigen. Zitat Ende. 28 Tage lang wurden von drei NKWD-Tschechisten allein im Lager von Ostaschkow täglich 250 Polen erschossen. Zur Verdeckung der Spuren benutzte man deutsche Walter-Pistolen. 7000 Leichen wurden an verschiedenen Orten vergraben. 4500 aus dem Lager Kursilsk wurden im Wald von Katyn verscharrt. Der bereits erwähnte Michael Woslenski schrieb in seinem Buch »Das Geheime wird offenbart«, das steht dort unten, dass 1992 in Moskau endlich Dokumente über die Ermordung der polnischen Kriegsgefangenen in Katyn veröffentlicht worden seien. Darin erklärte er zu dem Massenmord an völlig Unschuldigen, obwohl die Führung des ZK, Zentralkomitee der KPDSU, Kommunistische Partei der Sowjetunion, und der ganze Propagandaapparat fast ein halbes Jahrhundert lang, seit 1943, keine Mühen gescheut hatten, diese Taten den Nazis zuzuschreiben, blieben alle Anstrengungen erfolglos. Stalins NKWD, Innenministerium der UdSSR, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, hinterließ allzu deutliche Spuren. Tja, der Chefdolmetscher Hitlers bemerkt in seinem Buch, welches ich in meinem Telegram-Kanal am heutigen 8. Juli 2021 für jeden hochlade, zu seinen Beobachtungen in der sowjetischen Hauptstadt Moskau am 24. August 1939, als er zum Hitler-Stalin-Pakt dort war. Nur beim näheren Hinsehen fielen mir die allerdings recht wesentlichen Unterschiede auf. Die Fröhlichkeit, die ich in Berlin, Paris oder London auf den Gesichtern der Menge in den Straßen gewohnt war, schien hier in Moskau zu fehlen. Die Menschen blickten ernst und fast wie geistesabwesend vor sich hin. Nur sehr selten sah ich während meines stundenlangen Spaziergangs einmal ein lachendes Gesicht, so wie das Lachen auf den Gesichtern scheinen mir die Farben in der Kleidung der Moskauer zu fehlen. Die bunten Farben, die im Hochsommer das Straßenbild Berlins beleben, konnte ich in Moskau damals nicht entdecken. Und Hans-Heinrich Herwarth von Bittenfeld, der die Inhalte des Hitler-Stalin-Pakts noch am 24. August 1939, am gleichen Tag also an die USA verriet und nach dem Krieg eine diplomatische Karriere in Westdeutschland machte, schreibt in diesem Buch über diesen Chefdolmetscher Hitlers: Schmidt besaß viele Talente. Seine Kritik an den Nazis war hart, aber es lag nicht in seiner Natur, sie aktiv zu bekämpfen. Auch im Widerstand war er Statist. Ich erwähne dies, weil dieses Buch, diese Chefdolmetschers Hitlers, also von keinem Hitler-Verehrer stammt und es wirklich viele interessante Einblicke verschafft. Kostenlos, wie gesagt, dieses Buch in meinem Telegram-Kanal. Und aus meinem Buch: Der Vorsitzende der SPD von 1946 bis 1952 und als SPD-Fraktionsvorsitzender der Oppositionsführer in der ersten Wahlperiode des Deutschen Bundestages, Kurt Schumacher, sagte am 30. März 1930 in Esslingen, und ich beweise euch das mit einem Link: Der Weg der leider ziemlich zahlreichen proletarischen Hakenkreuzler geht über die Kommunisten, die in Wirklichkeit nur rot lackierte Doppelausgaben der Nationalsozialisten sind. Beiden ist gemein der Hass gegen die Demokratie und die Vorliebe für die Gewalt. Die Kommunisten, zumal die nur in ökonomisch und kulturell zurückgebliebenen Ländern Fortschritte machen konnten, sind die stehenden Heere der sowjetrussischen Außenpolitik. Heute spielen sich die Antifaschisten, der Antifa, als moralische Instanz auf. Mit welchem Recht? Für mich sind sie die heutigen wahren Faschisten. Der Philosoph Peter Sloterdijk sagte 2005 sehr treffend, dass sich der linke Faschismus als Kommunismus zu präsentieren beliebte, war eine Falle für Moralisten. Mao Zedong war nie etwas anderes als ein linksfaschistischer chinesischer Nationalist, der anfangs den Jargon der Moskauer Internationale pflegte. Gegen Maos fröhlichen Extremismus gehalten, erscheint Hitler wie ein rassistischer Briefträger. Doch man scheut noch immer den Vergleich der Monstren. Das massivste ideologische Manöver des Jahrhunderts bestand ja darin, dass der linke Faschismus nach 1945 den Rechten lauthals anklagte, um ja als dessen Opponent zu gelten. In Wahrheit ging es immer nur um Selbstamnestie. Je mehr die Unverzeihlichkeit der Untaten von rechts exponiert wurde, desto mehr verschwanden die der Linken aus der Sichtlinie. In dem Zusammenhang muss man die Mao-Plakate über den Köpfen der Revoltierenden von damals verstehen. Die radikale Linke hatte sich selbst die Absolution erteilt und die Ikone Mao war ein Garant ihres Verständnisses für den guten Terror. Die Zersetzungsprodukte dieser Hyperlüge gehen uns bis heute auf die Nerven. Und in diesem dicken Buch des Militärgeschichtlichen Forschungsamts der Bundeswehr findet sich der Satz: Diese völkerrechtswidrige Praxis der Sowjets und die unmenschliche Behandlung der deutschen Kriegsgefangenen, von denen in den Jahren 1941, 1942, 90 bis 95 Prozent zugrunde gingen. Und dann höre ich mal auf. Die Linken in unserem Land erzählen uns das alles nicht. Und Peter Sloterdijks Analyse trifft doch den Nagel auf den Kopf.
In meinem Buch Kontrollverlust schreibe ich, und auch wenn die Sozialisten sich krampfhaft bemühen, Gemeinsamkeiten mit dem Nationalsozialismus zu leugnen, so gibt es sie. Was bei Marx die klassenlose Gesellschaft war, hieß bei Hitler Volksgemeinschaft. Hitler verstaatlichte nicht die Produktionsmittel, aber entlastet ihnen das. Hitler war raffinierter, er sozialisierte nicht die Betriebe, sondern den Menschen. Das Kollektiv war alles und das Individuum galt nichts. Gemeinsamkeit der Sozialisten und der Nationalsozialisten ist die Unfreiheit des Einzelnen. Ich bin strikt gegen Ideologien, die einen besseren Menschen erschaffen wollen. Wann immer sie am Werke waren, hatte es schreckliche Folgen. Friede ist nur durch Freiheit, Freiheit nur durch Wahrheit möglich. Diese Worte von Karl Jaspers treiben mich, wie ihr alle wisst, an. Und ich will die teuflischen Verdrehungen dieser Zeit, die Unwahrhaftigkeit, weiterhin an den Pranger stellen. Gottes Segen für euch alle und auf bald.